Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WW2K19 Road to Glory Modus. Ja, es ist mal wieder soweit. Wieder bei NXT Takeover in der Arena und Chrissy Keeks, oder wie auch immer er ausgesprochen wird, ist unser erster Gegner des heutigen Tages. Ich bin sehr gespannt. Hoffe endlich mal auf ein vernünftiges, kaum wollte ich sagen, aber der sieht cool aus. Der hat einen coolen Style, aber er hat halt nur ein 61er Rating. Hatte aber einige Paybacks, oder nicht Paybacks, wie heißt denn hier, diese Boosts reingehauen. Ich habe da wieder gar nichts. Ich bin einfach wieder dieser konservative Typ mit meinen 31 Jahren, der auf sowas keinen Wert legt. Aber lass uns mal überraschen, wie er sich so anstellt. Ich freue mich auf jeden Fall. Road to Glory ist wirklich das, auch wenn das Gameplay hält, manchmal, oder was die Gegner so veranstalten, zum Beispiel wie der gestern, der dauernd rausgegangen ist, um sich zu erholen, finde ich persönlich schrecklich. Aber es macht Spaß. Das ist tatsächlich momentan das YouTube-Projekt, was mir am meisten Spaß bereitet. Wo man auch sagen muss, das Community-Universe, das Evoverse ist momentan auch eigentlich ganz cool gewesen. So, das ist so meine Geheimwaffe der Zeit. Der Running Irish Whip hier. Gibt mir ein Reversal. Macht er. Der wird gleich keinen Bock mehr haben. Und da rollt er sich schon das erste Mal raus. Komm, ich lasse hier auch Platz. Jawohl. Nein, er sitzt auch noch. So, jetzt können wir ein bisschen zerstören. Ah, er fängt einfach schon mal mit einer 83 hier an. Weil er wegen dem Booster halt. Das habe ich nicht nötig, ich bin auch so gut. Momentan ist meine Statistik eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn einer mal Zeit und Bock hat, kann er die gerne mal zusammenfassen, wie meine Statistik momentan im Road to Glory ist. Er hat auf jeden Fall schon mal einen Finisher, der Knabe. Der, oh, er geht raus, ne, er geht nicht raus. Komm, wir lassen es lieber. Nein, scheiße. War das ein Finisher? Das war wirklich ein Finisher. Junge, du willst ja wohl nicht ernsthaft jetzt schon versuchen, das Match zu beenden. Chrissy Keeks. Ja, das hat ihn jetzt wahrscheinlich richtig gefreut. Ich habe eigentlich, was das angeht, ein gutes Konter-Moveset, habe ich das Gefühl. So, dann schauen wir mal. Einmal. Dark Mutter, die dunkle Mutter. Zweimal. Und Pinfall. Da kommt nur noch ein Kickout. Ja, habe ich mir schon gedacht. Er ist ja okay. Geht das Match halt noch ein bisschen länger. Komm, gib mir deinen Reversal. Oh, jetzt rollt er sich raus. Komm in den Ring, Junge. Ob das jetzt so halt... Er spielt WWE noch nicht so lange, sonst wird er nicht in den Ring reingerannt kommen, wenn er keinen Reversal hat. Er versucht es auf jeden Fall nett zu machen, was ich cool finde. Also er hat nicht so das Abfuck-Gameplay, was andere hier so teilweise veranstalten. Dem geht's auch einfach nur um den Spaß. Aber er kontert halt wirklich die leichten Moves. Und deswegen sage ich, er ist Anfänger. Guten Tag. Hättest du dir anders überlegen sollen. Ja, von mir kannst du was lernen. Ich bin hier der Mentor. So, jetzt kommt er zum nächsten Mal. Jetzt probieren wir den Pinfall. Ansonsten haben wir noch den Dark Mutter. Aber das war's schon. Chrissy Keeks, es war mir eine Ehre. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir schauen mal, wie es hier heute in der Folge so weitergeht. Was uns hier noch so erwartet. Ob wir vielleicht jetzt mal ein besseres Matchmaking haben.
So, was haben wir denn? Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt die 43, die habe ich erreicht. Ey, mach mir richtig Mut. Warum war das ein 3,5-Sterne-Match? Das war eigentlich gar nicht jetzt so spektakulär. So, gucken wir mal, wer der nächste Gegner dann wird. Weil wir müssen ja wieder ein Match dranhängen. Für die Spannung. Es lädt mal wieder, sich tot, bis wir den Gegner gefunden haben. So, PTF Berger. Oh mein Gott, aber 83, da ist ja nicht mal eine Herausforderung, aber der hat einen ganz, ganz tollen Style. So, wir laden. Nebenbei schreibe ich gerade meinem WhatsApp. Also nicht wundern, wenn ich gerade nichts sage. Aber erstaunlich, ich bin schon jetzt 4,75, da fehlt nicht mehr viel. So, Pete Berger. Dann schauen wir mal, ob es gegen dich auch so ein Erfolg wird. Wenn es jetzt kein Squash-Match wird. Aber der hat schon einen interessanten Style. Oh mein Gott! Das war cool. Muss ich ja tatsächlich sagen. Er kontert viel. Oh, der hat ein Abfuck-Moveset, ey. Der hat so schnelle Punches, Mann, die ich nicht kontern kann. So, jetzt mal. Könnte ein lustiges Match werden, das wird gekontert. Das war so klar, dass das gekontert wird, ey. Okay, ich lasse es mir, glaube ich. Ich lasse es mir nicht. Oh Gott, der war so wichtig, Mann. Der war einfach so unfassbar wichtig. Komm, schlag mich. Schlag mich. Ich hab's nicht anders verdient, mein Freund. Run. Ach, Kacke, Mann. Das war ein Fehler. Er hat einfach so ein schnelles. Aber er ist echt gut. Das muss man wirklich schon sagen. Der wird mir jetzt sein Signature reindrücken. Und ich kann nicht kontern. Boom. Gute Nacht. Ja, zumindest bin ich aber aufgestanden durch das Comeback. Oh Gott. Puh, das war nicht unwichtig, um es mal zusammenzufassen. Okay, er lässt sich ein bisschen was. Er will, dass ich den Signature weggebe. Scheiße. Nein, 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 nein. Ich kann ja wieder nicht kontern, nicht null. Also ich kann sagen, der Typ ist krass. Das ist wirklich der härteste Gegner, gegen den ich gekämpft habe. Man sieht einfach am Kampfstil. Das ist Wahnsinn, was der abreißt. Der lässt mir gar keine Chance. Und wieder der Spear, ey. Oder bist dieses Moveset, das ist zu sick, ey. Dem schreibe ich auch eine Nachricht, wenn das Match rum ist. Krasser Typ. Ich kann ja nichts machen, ey. Ich habe einfach gar nichts hier zu machen. Jawohl! Mein Payback hat funktioniert. Ja, Dark Mutter sitzt. Aber das wird einfach nicht reichen. Es wird einfach überhaupt nicht reichen. So, aber wir haben zumindest Dark Mutter durchgebracht.
Nein, oh, es wäre zu geil gewesen, wenn ich das gewonnen hätte. Schade. So. Einfach mal hier so diese scheiß Spielmechanik ausgetestet. Nein, ey, guckt euch das an, wie gut der ist. Der kriegt direkt. Alter Schwede, ist der sick. Da kommst du aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Und wieder, dieser Move ist so krank, Mann. Ey, es ist einfach echt zu heftig. So, jetzt lass es mir jetzt nicht, dass ich den Anfängerfehler jetzt mache. Tritt ruhig auf mich drauf, ich lasse es mir gefallen. Ich will deinen Finisher haben. Ich hab dich schon am Rande einer Niederlage gehabt. Pete Berger. Kriegst du nicht. Jetzt hat er noch ein Signature wieder. Ja, tritt ruhig auf. Ich werde auch den zweiten behalten. Und was passiert? Ja, Mann! Hui! Och, komm, ey! Das ist doof. Ja, Mann! Bitte geh durch! Bitte geh durch! Er kontert ihn! Crazy Guy! Er kann nichts machen, ey. Er kann gerade nichts machen. Oh mein Gott, was ein Match! Ich glaube wirklich, ein Dark Matter würde mir sehr helfen hier. Oh, jetzt kontert er. Geh weg. Jawohl. Komm. Alter. Komm. Komm. Ja, ja, ja. Oh Gott, komm. Ist das die Entscheidung? Zieh. Scheiße. Oh, ich bin drin im Match. Ja, Mann. Dark Mutter sitzt. Komm. Zähl. Ja, Mann. Junge. Alter, was ein Match. Holy shit, ey, darauf bin ich echt stolz, auf dieses Match, was ich gegen den Typen geleistet habe. Oh mein Gott, ey, wenn dieses Match hier nicht wirklich mal mindestens so 20 bis 30 Likes hat, bin ich echt enttäuscht, weil das war echt abnormal krass. Da muss ich mich echt mal selbst loben. Hammergeil. Tja, Leute, und da gucken wir uns mal die Zusammenfassung an. 4-Sterne-Match, völlig zu Recht, aber mal gucken, wie viele Punkte es insgesamt gab. Oh, gar nicht so viele, aber was haben wir für Belohnungen? Stilpunkte wieder 2 neue. Ja, das ist doch mal was. Also Leute, dann sind wir, während jetzt noch der Ladescreen läuft, am Ende des heutigen Tages wieder angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne wieder in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint auch gerne meinem Discord-Server. Der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, jeden Tag um 12 Uhr eine neue Folge vom WWE2K19 Karrieremodus, um 15 Uhr jeden Tag eine neue Folge von NHL 19, die DEL-Saison mit den Kölner Haien. 16 Uhr das Community Universe, das EOverse. Wenn ihr eine PS4 habt, dann könnt ihr euch einen Charakter erstellen anhand des Videos in der Videobeschreibung und auch dort mit eurem Charakter mitmachen. Ganz wichtig ist aber das Moveset und alles, diese ganzen Proportionen, das muss realistisch sein. Schaut euch wirklich das Video an, dann sollte alles eigentlich im Klaren sein. Und jeden Tag um 18 Uhr eine neue Folge von Road to Glory. Wenn ihr darauf Lust habt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet und meinem Kanal ein Abo hinterlasst. Ich bin dann jetzt raus, bedanke mich fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao!